Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und da bin ich immer wieder mit dem neuen Platin-Guide. Breakout Gamings Racing. Das wird jetzt pippel einfach. Also das ist wirklich die allerleichteste von der Trophäe, von der ganzen Reihe. Mal gucken, ob davon noch mehr Trophäen kommen. Wir starten jetzt einfach mal. Ihr braucht nichts beachten. Einfach starten. Und sobald ihr jetzt hier was machen könnt, einmal so ein Stück nach rechts rüber gehen. Oder links, geht auch. Und jetzt, das war's. Jetzt lasst das einfach durchlaufen. Ihr müsst ab und zu X drücken halt. Wir müssen Fahnen einsammeln. So 14 oder 15 Fahnen oder so müssen wir einsammeln. Oder? Wir gucken mal sicherheitshalber nach. 60 Flaggen. 60 Flaggen brauchen wir. Das geht mal schneller, mal langsamer. Ah, ich komme mit dem Controller mal hierher. Aber ihr seht, es geht ja ganz easy. Ihr braucht nichts machen. Einfach nur daher laufen lassen. Das Spiel kostet wie die anderen alle 99 Cent im PlayStation Store. Und wenn man mal eine Euro über hat. Schnelle Platin. Kann man nichts verkehrt machen. Und von der ganzen Reihe von denen ist das eigentlich so die einfachste, weil ihr braucht nichts machen. Ein paar Trophäen fehlen noch. Wie gesagt, 60 Stück brauchen wir insgesamt. Und dann noch was anderes. Wir haben schon Bergfest, die Hälfte haben wir schon geschafft. Bestätigen. Nur 18 Trophäen. Oh, na 11. Zwei Runden und dann haben wir es geschafft. So, jetzt haben wir unsere 60 Flaggen. Eigentlich wäre jetzt hier Schluss. Fahren wir einfach hier in den Schlagloch rein. Zack. Dafür gibt es nämlich auch eine Trophäe. Und die Platin-Trophäe. Also ich habe jetzt nicht alle Platin, also die habe ich schon auf dem Hauptprofil gehabt, deswegen habe ich das jetzt hier im Nebenprofil aufgenommen. Aber zum Abschluss zeige ich euch das nochmal natürlich bei meinem Hauptprofil.
Dann kann ich die Spiele nämlich auch wieder löschen und dann habe ich wieder ein bisschen mehr Speicher. So, Trophäen. Wir haben hier, ich habe jetzt insgesamt 64 Platin und das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Platin. Für 9,99 €, ach Quatsch, nicht 9,99 €, 9,90 € oder so, weil 99 Cent kostet ein Spiel. Ich werde euch die einzelnen Spiele, beziehungsweise bei jedem Spiel die komplette Reihe verlinken. Wenn das geht, noch im Store oder halt das einfache Spiel. Und dann könnt ihr denn, die haben auch momentan noch nichts Neues. Also kann ich jetzt hier nicht, das geht über den Browser dann halt einfacher. Aber hier ist jetzt halt momentan nichts, was man machen kann, dass man darüber kommt und dass man alle sehen kann. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem helfen. Wie gesagt, Links werdet ihr in der Videobeschreibung finden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.